Das dritte deutsche Lehrerforum auf der Hirschburg bei Bonn ist kurz vor seinem Ende und wir möchten jetzt natürlich wissen, wie war's. Deshalb haben wir jetzt bei uns Nina Toller und Stefan Schwarz, zwei Teilnehmer dieses Lehrerforums hier. Und ich gebe jetzt einfach mal die Frage rein, wie war's? In einem Wort würde ich sagen, großartig. Also ich durfte es ja schon jetzt zum zweiten Mal erleben und ich muss sagen, ich bin wirklich immer wieder ja, einfach geflasht, kann man auch sagen, begeistert, wie toll das organisiert ist und dass man auch hier als Lehrkraft eine Wertschätzung erfährt. Man wird ernst genommen. Und es ist natürlich super anstrengend, aber es ist so positiv anstrengend. Man hat ganz viel Energie mit und ja, man möchte eigentlich so direkt loslegen, ne? Und wieder alles einsetzen und ausprobieren, was man hier neu kennengelernt hat. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Also es ist unglaublich beeindruckend gewesen, dieses Wochenende, vielen neuen Erfahrungen, der Austausch. Und ich war auch im letzten Jahr schon hier gewesen und für mich war dieses Lehrerforum nochmal eine Steigerung. Gerade auch, weil es um das Thema Digitalisierung geht, was für mich auch ein großer Schwerpunkt ist in meiner täglichen Arbeit. Und für mich geht es jetzt darum, das erstmal alles so zu verdauen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, gucken, was nehme ich mit, wie setze ich das um, wie bleibe ich im Austausch mit anderen Lehrern, mit den Teilnehmern und so weiter. Mich würde natürlich interessieren, warum du überhaupt hergekommen bist, mit welchen konkreten Erwartungen, Nina? Wie gesagt, diesmal ging es ja wirklich um die Digitalisierung und da, das ist ja so ein bisschen so mein Steckenpferd, Unterricht mit digitalen Medien und ich versuche das ja so durchzusetzen, auch an einer Schule, die okay ausgestattet ist, aber wo noch sehr viel gemacht werden kann, also wir ja auch kein WLAN und so haben und natürlich habe ich auch schon das Internet, auch gerade Twitter dabei, um immer mehr Ideen zu bekommen, wie ich das alles machen kann, aber dass eben ich hier noch mehr Ideen bekomme und auch nochmal so dieses ach ja, du schaffst das schon. Also du bist damit nicht alleine, was man ja vielleicht manchmal so ein Gefühl hat, sondern dass man hier auch wirklich Gleichgesinnte trifft und mit ganz vielen anderen Ideen oder noch mehr Hürden eigentlich sozusagen und die das auch hinkriegen. Da kriegt man selber nochmal Motivation. Okay. Du hast ja gestern mitbekommen, ich habe dem Dr. Volker Meier-Guckel vom Stifterverband die Frage gestellt, was denn beim dritten Lehrerforum anders war als beim zweiten? Das kann ich dich hier auch fragen, weil du schon zweimal hier warst. Wie war es denn bei dir jetzt? War irgendwas anders oder war es genauso? Teils, teils. Also der Aufbau war ähnlich gewesen beim letzten Mal, weil es sehr zu schätzen weiß, dass es Workshops gab, dass es dieses Barcamp gab, was unglaublich bereichernd war für mich, aber ich denke auch für die anderen Teilnehmer. Was anders war, war einfach der Schwerpunkt. Man ist wirklich in engen Austausch bekommen, man selber von seinen Erfahrungen viel teilen können mit anderen. Man hat neue Ideen, Impulse bekommen und es war für mich was anderes, einfach aufgrund der neuen inhaltlichen Schwerpunktsetzung. Stefan, du sagtest vorhin, du hast viele Ideen bekommen, Lust es sofort umzusetzen. Was hast du gelernt? Was nimmst du mit, wo du sagst, das wusste ich noch nicht, das probiere ich aus? Ich versuche mal, das an zwei Beispielen festzumachen. Zum einen hatte ich eben einen tollen Workshop, da ging es um eine Lernplattform. Das wurde von Miriam Magath moderiert und ich denke mal, es ist gerade für meine Schüler sehr hilfreich, Arbeit an der Förderschule, um gerade auch so eine Lernplattform mal auszuprobieren, auch gerade unter den Problemen des Datenschutzes. Und als zweites ging es auch darum zu schauen, welche Medienkonzepte gibt es, wie kann ich die auch bei mir zu Hause, also ich komme aus Potsdam, implementieren. Das heißt, welche Medienkonzepte gibt es schon, an welchen kann ich mich orientieren und welche kann ich für meine Schule auch nutzen. Nina, du machst tollen Unterricht. Wo ist der tolle Unterricht noch toller geworden? Oder wo wird er noch toller werden jetzt in den nächsten Wochen? Ja, danke, dass du das Wortspiel aufgegriffen hast. Ich kann mich da auch Stefan anschließen mit der Lernplattform. Also auch da war ich so nach der Suche so ein bisschen. Ich habe ja auch meinen Blog mit dazu und habe aber immer was gesucht, wo kann ich zum Beispiel nochmal die Arbeitsblätter irgendwie speichern? Wo kann ich mit den Schülern in Kontakt treten? Natürlich alles mit datenschutzkonformen Regeln. Und die Suche war eigentlich schwierig. Sprich, ich hatte bisher nichts wirklich gefunden, mit dem ich hundertprozentig zufrieden war. Und da versuche ich den Unterricht dann noch toller zu machen. jetzt habe ich zumindest eine Idee, wie ich es machen könnte und vielleicht kann ich sogar ausprobieren dann mit denen gemeinsam. Also da werde ich mal sehen. Mhm. Und, wenn ich noch eins hinzufügen darf, ohne zu schleimen, Stefan hat ja auch was vorgestellt, nochmal Breakout-Edo für den Unterricht. Also das, ich will endlich jetzt auch mein Schloss, mein Kistchen da stehen haben, dass die Schüler alles lösen können und das ja wie so eine Schatzsuche dann am Ende rausfinden. Ich habe ganz oft das Wort machen gehört. Ich glaube, das ist uns allen auch so, das ist das, was wir alle gemeinsam haben.
das war auch gestern in der Diskussion, einfach mal machen, ausprobieren und gucken, wie es passt und dann nachjustieren. Ja, ich denke, da sind tatsächlich alle gefordert. Die Lehrer können ganz viel didaktisch machen, aber im Prinzip ja die gesamte Gesellschaft muss da vorangehen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr hier wart und weiter so Daumen hoch, sag ich mal. Weitermachen.